Hallöchen zusammen zur nächsten Map vorstellen, und zwar die Baltic Sea. Baltic Sea ist eine schöne grüne Karte, eine Modgröße von 439 Megabyte. Auf der Download-Seite, siehe unten unter dem Video, ist da verlinkt, was man noch für Mods braucht. Ich habe die Mods ja alle drin. Zum einen wäre da das Machinery Sheet, das Manual System und Manual System Lock-On. Die drei sind verlinkt und kann dann von dort genau runtergeladen werden. Die Händler öffnen wohl auf der Karte von 8 und schließen um 20 Uhr. Sie ist Seasons ready. House System ready ist sie auch. Wie gesagt, die Mods braucht man scheinbar. Wenn der ein Mod davon nicht drauf ist oder so, habe ich schon gelesen, dass sie wohl abstürzt, die Karte, oder hängen bleibt. Ich schätze mal, weil es halt auch verbaut ist, dann, aber ja gut, keine Ahnung, wieso. Also auf jeden Fall ein kleiner Hinweis, ihr müsst es auf jeden Fall mal runterladen. Ob es dann nutzt, ist eine andere Sache dann. Es gibt Kuhstelle, Schweinestelle und Hühnerstelle auf der Karte. Genau, und BGAs hat es auch. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die Kiste einfach mal an. Ja, wie gesagt, Version 1.0. Ja, gucken wir mal rein. So. Das ist jetzt schon mal unser Hof hier. Aber wir gucken uns jetzt mal die Karte selbst an hier. Das ist sie. Keine Multifrucht, ganz normale Frucht hier. Genau. So. Zum Start gehören uns diese Felder hier. Mehr nicht. Ist aber auch schon ausreichend, würde ich sagen. So, wir fangen einfach mal hier an mit gucken, was wir hier alles haben. Wir haben hier Getreidemühlen, wir haben Sägewerk, wir haben Mistverkauf, Düngerkaufstation, Saatgutkaufstation, Spinnerei, Milchverkauf, Shop. Hier ist noch eine Tankstelle verbaut. Hier unten ist nichts mehr. Hier haben wir dann noch eine Kuhweide und ein Heulager. Hier unten ist der Viehhändler noch verbaut. Hier ist die große BGA verbaut. Eine Kalkstation haben wir nochmal, den Hafen haben wir hier, eine Ranch haben wir hier, eine Scheune haben wir hier, und wir haben ihn, ja genau, die zwei Sachen, stimmt eigentlich, ja. Es gibt wohl auch eine Fläche zum Bebauen, die müsste eigentlich irgendwo, war sie glaube ich hier, diese Fläche hier glaube ich war es. Dann haben wir hier mein Farmhaus und eine Schafweide hier oben, und hier haben wir den Hof mit Kuhweide, Schweinegehege, Hofsilo, Hühnerstall, was man halt einfach so braucht hier, ne? Ja, ich würde sagen, das war's hier auf der Karte schon. Die Felder kosten so viele Sätze unten wieder. Ich mach's mal so, dann sieht man es ein bisschen besser. Die Felder sind ziemlich klar definiert, was da was ist. Ne? Das ist also wirklich schön gemacht hier. Und haben auch schon einen ordentlichen Preis. Sind auch schon in gute Größe. Ich glaube aber, sie war nicht so ganz so groß, wie es jetzt hier auf der Karte so aussieht. Ne? Ihr seht ja selber, was es kostet hier. Es gibt auch günstigere Felder, natürlich, klar. Aber ne. Verkaufsstellen sind wir bei hier. Wie ich gerade auch gesagt habe, Milchverkauf und Hafen, Mistverkauf, Ranch, Scheune, Spinnerei, Sägewerk, BGA und die Mühle. Und dann könnt ihr mal gucken, was hier alles möglich ist. Und zwar dies hier. Was die Preise einfach wert sind. Global Company ist wohl nicht verbaut. Habe ich gerade schon angeguckt. Da war nichts da. Fuhrpark gucken wir uns gleich mal genauer an. Und genau. So. Okay. Hier haben wir nichts. Verträge gibt es zum Abarbeiten. Gibt es auch. Die sind auch preislich auch ganz in Ordnung eigentlich. Ja, sonst haben wir jetzt erstmal hier nichts. Wie gesagt, ganz überschaubare Karte. Sie sieht zwar groß aus, ich finde sie aber jetzt nicht riesig groß. Also ist echt humane Karte, auch für Singleplayer mit Sicherheit auch geeignet. Ja, also Fuhrpark. Fuhrpark sieht zum Start auf einfach natürlich wie immer. Sieht dann so aus. Auch hier wieder ein Güllefass dabei. Sogar ein Mischwagen ist hier dabei.
und hier die Gülle Lagune, ja, die wir dann runtergeladen habt natürlich, ne? So, gucken wir uns mal noch kurz hier rein, ob hier sich was getan hat. Hier ist nichts verändert. Bei Diverses gibt es auch nichts anderes. Bei Silos die Gülle Lagune halt, ja, klar. Bei Dekoration gab es auch nichts. Bei Hallen gab es die Halle, die sich einer von den Mods, wo er braucht. Die Hallen hier. Farmhouse gab es auch nichts Neues von dem her. Da dürfte es auch nichts Neues geben. Nö. Genau, so. Also das ist schon mal der Hof hier. Fangen wir mal hier hinten an einfach. Reingehen, glaube ich, war nicht möglich. Nein. Hier sind einfach die Hallen. So. Machen wir mal schon so. Noch ein kleiner Acker hier. Den er aber wahrscheinlich nicht bewirtschaften können. Ich glaube, das wird zu klein sein. Wobei das hier wird. Ja, es wird wahrscheinlich schon gehen, aber wer macht das hier schon kaputt, würde ich sagen. Hier haben wir dann, wie gesagt, das kleine Häuschen. Das ist aber auch nicht begehbar. Na, hier steht noch ein Rasenmäher drin. Den wird man wahrscheinlich kaum nutzen. Hier sind die Maschinen aufgeräumt. Das ist auch eine feine Sache hier. Dann geht es hier rüber. Dann haben wir hier noch mal weitere Maschinen. Ja. So, und hier kommen wir dann bereits schon zum ersten. Ja, wie soll ich sagen? Stall. Ja. Das dürfte dann eigentlich der Kuhstall sein. Wir gucken gerade mal, wo wir uns hier die Kühe organisieren können. Das ist dann der Kuhstall definitiv. Aber auch hier ist jetzt die gute Frage. Wo kann man hier die Kühe kaufen? Ah, hier. Also hier passen 200 Kühe rein. Das sollten wir jetzt mal kurz simulieren hier ein bisschen. Gar kein Problem, dass man es auch sieht. Hier sind jetzt keine drin. Die sind aber hier auf der Weide. Die Weide erstreckt sich bis dahinter. Also das ist schon ausreichend, würde ich sagen, an Platz. Also nichts mehr Stallhaltung ist so, hier gibt es schön am Hang auch alles gelegen hier. Genau. Das ist jetzt auch schon mal der Kuhstall gewesen hier. So, hier geht der Hof weiter. Hier haben wir dann den Hühnerstall. Hier kann man dann auch wieder die Hühner kaufen. Hier passen 100 Hühner rein. Also wie man es kennt halt auch. Ne? Aber auch schön angelegt hier. Ne? Hier ist auch noch irgendwas machbar, wobei hier kommen wahrscheinlich die Hühnerkartons raus, kann ich mir vorstellen. Hier stehen auch noch Maschinen drin. Hier stehen noch Sachen für den Kuhstall drin, hier hinten. Und hier kann man auch hochgehen. Hier, wie gesagt, die Kuhweide, ein Teil davon. Hier noch Unterständemöglichkeiten für andere Maschinen hier oben. Hier haben wir auch noch eine Unterstellmöglichkeit. Hier kann man auch dann rüberfahren in die Pampa sozusagen. Also auch eine feine Sache hier. Und wieder auch den Hinweis, ich habe wieder den Shader-Mod drin. Weil sieht die Grafik vielleicht ohne Shader ein bisschen anders aus. Also nicht wundern dann. Hier Güllegrube. Hier Menüsystem verbaut, man sieht es ja hier, ne? Genau. Ja, nochmal eine Halle hinten. Die wird wahrscheinlich funktionieren, die Tankstelle. Das ist vermutlich hier die Werkstatt, würde ich behaupten. Ja, genau, hier ist die Werkstatt verbaut. So, hier haben wir dann noch ein Silo. Abstellmöglichkeiten hier. Hier wahrscheinlich zum Auskippen ins Silo rein.
Hier haben wir auch noch Platz, um was hinstellen. Also das Silo hier. Hier eine große Halle. Also wer hier so ein bisschen auf alt trimmt, also ich sag jetzt alt, ja, hier haben wir noch, was mit Gülle, weil das ist nämlich, wie es aussieht, nämlich auch der Schweinestall, der auch nicht ganz normal ist, sondern auch ein bisschen unverändert wurde. Gucken wir uns gleich an allerdings. Hier haben wir Unterstimmigkeiten, also genug Platz zum was hinstellen habt ihr hier auf jeden Fall. Kann man vorstellen, dass es auch Schüttgruben sind, zum was hinschütten, zum Beispiel Karotten gibt es jetzt hier keine, aber Kartoffeln oder Zuckerrüben zum Beispiel. Genau. Schön, schön. So, Schweinestall halt, das war nicht hier, das war hier. Wir müssen wieder gucken, wo wir denn die Schweinchen kaufen können. Hier, ich glaube, es müsste hier dann möglich sein. Ja, genau, hier. Schweinchenanlieferung, passen 300 Schweine rein. Wir kaufen uns mal kurz ein paar Schweinchen. So. Zack. Die laufen also auch hier drin rum. Die laufen hier draußen rum. Und ich denke mal, der Platz ist auch vollkommen ausreichend. Und einfach auch mal was anderes. Genau. Schön, schön. Kann man wahrscheinlich hier auch aufmachen. Alles ist das Tor für hier. Okay. Gut. Genau. Schweinestall haben wir auch abgehakt hier. So, hier haben wir noch ein bisschen. Das ist die Mischgrube. Nein, das ist ein kleiner Silo bzw. Häckselplatz hier. Für Häcksel gut. Silageerzeugung. So, hier geht nur ein kleines Tor auf. Hier könnt ihr dann wahrscheinlich noch was hinstellen, wenn ihr das wollt. So, wir haben jetzt Kühe, mit Schwein, mit Hühner. Wir haben hier den Hof praktisch wieder abgehakt. So, hier kann man rausgehen. Dann haben wir gleich direkt das erste Feld. Und der Hof ist jetzt also wirklich nicht so klein. Ne? Das ist ein schon relativ großer Hof. Und auch schön gelegen hier einfach. Ne? Da oben ist wie gesagt noch ein Silo verbaut. Hier drin. Genau. Schön. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir jetzt mal hier hochfahren. Beziehungsweise nehmen wir müssen mal die andere Seite angehen. Und hier auch, was richtig toll ist, auch hier mit so über, hier geht es um so Ding rum, hier geht ein Fluss. Ne? Das ist schon eine feine Sache hier. Und der Hof ist wirklich nicht klein. Also ihr seht es ja selber hier. Ne? Also das ist schon was Größeres hier. Oh. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Okay, ich habe keinen Briefkasten umgeschmissen. Alles klar, läuft bei mir. So, genau. Dann kann man auch nochmal hier rüber und zwar durchs Wasser fahren. Hier kann man auch. Kann man wahrscheinlich auch Wasser zapfen, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. So. Überall hier die Strommasten, hier noch schön. Hier mal ein bisschen hoch, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Man kann hier überall hochfahren. Und hier auch wieder hier eine Brücke verbaut, weg im Wasser halt einfach auch. Auch schöne Deko-Sachen hier, so mit so einer alten Hütte und so. So, hier haben wir dann auch noch einen Hof. Den könnt ihr allerdings nicht bespielen, ist einfach nur ein paar Häuschen. Hier nochmal ein Häuschen. Hier auch noch Feldwege verbaut. Hier hinten haben wir dann das nächste, Grundstück, sagen wir mal so. Mit Hofgebäude und eine Unterstellmöglichkeit hier. Und hier hinten haben wir dann auch noch den Schafstall verbaut. Hier noch eine Unterstandmöglichkeit. Hier haben wir noch alles zu hier. Genau. So, jetzt haben wir hier hinten noch eine Halle. Was auch immer das dann sein soll. Vielleicht eine Ablademöglichkeit oder so, ich weiß es nicht. So, wir müssen mal gucken. Das ist Abladeplatz.
Tor öffnen? Nö, ich will eigentlich kein Tor öffnen. Wo kann ich denn hier die Schafe anliefern? Ach, das geht wahrscheinlich hier. Ah, hier geht es. Okay. Hier passen dann 200 Schafe rein. Ich werde jetzt sagen, das ist auch eine feine Sache dann hier. Eine große Schafweide. Wir gehen hier mal rein. Hier können wir das Gatter aufmachen hier. Da habt ihr dann wirklich auch riesen Platz hier. Also das geht hier bis dahinter. Das ist alles Schafweide hier. Also eine riesen Schafweide. Und echt schön gemacht hier hinten. Das muss man schon wirklich sagen. Schöne Sache das. So. Wie gesagt, die Felder sind jetzt auch nicht so riesig groß. Also sie sehen auf der Karte schon groß aus. Sie sind es aber. Und wenn ich jetzt hier oben das Feld 9 angucke hier. Ich meine, klar, es ist schon groß. Aber es ist nicht so groß, finde ich. Es hält sich echt in Grenzen. Ne? Und wir gehen jetzt auch mal hier rüber. Da unten ist der Hof. Wald, also Forstbetrieb könnt ihr hier auch machen. So, hier habt ihr dann noch eine Verkehrsstraße übrigens aufgebaut, genau. Hier könnt ihr dann noch was draufstellen, da ist eine große Fläche zum was eben hinstellen, was ihr dann halt wollt, Produktionen oder irgendwas anderes, wie ihr das halt wollt. Genau. So, hier ist ja noch ein Bahnhof. Hier hinten noch eine Verladestation, da hinten hört auch die Karte dann schon wieder auf. Ja. Abladestation hier. Hier auch. Beziehungsweise hier ist das Sägewerk verbaut. Beziehungsweise ist das Sägewerk. Ja, genau. Sägewerk verbaut, genau. So. Mehr Bereich ist hier verbaut. Genau, was haben wir hier sonst noch Schönes? Auf der anderen Seite von der Straße haben wir noch mehr Sachen. Hier die Gräbacher Mühle hier verbaut. Hier noch andere Sachen zum Abladen verbaut, also auch kein Problem. Alles vorhanden. Dann haben wir noch die Tankstelle hier. Hier sind auch Leute unterwegs. So, hier ist auch der Händler verbaut. Die Werkstatt verbaut. Hier habt ihr auch noch mal Platz. Ob es jetzt zum Kaufen ist, das müsste man jetzt mal kurz schauen. Ne, kaufen ist da nichts. Das wäre dann alles, was ihr kaufen könnt. Genau. So, ich habe nur Teile von einer alten Burg hier. Auch Wanderschilder hat es hier. Die sind jetzt aber auch woanders. Die Karte, das ist jetzt aber auch schon heavy hier. Die sind von der Kronau, die Schilder, wie es aussieht. Die kann man auch einen Waldweg noch bewandern. Hier sind auch Leute unterwegs. Hier ist übrigens auch eine Baustelle verbaut, ne? Da wird gegraben hier. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Da haben wir nämlich auch noch mal was. Genau. So. Und hier haben wir dann wieder ein Tor. Das müsste dann eigentlich der Pferdestall sein, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Tiermenü. Ne, das ist nochmal ein Kuhstall. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Für weitere 200 Kühe. Mir fällt gerade ein, dass ich kein Geld mehr habe. Das ist nämlich ganz arg schlecht heute. Ne? Ja. Also nochmal Kühe. Hier passen 200 Kühe rauf auf die Weide. Das ist wieder schön gemacht, auch wenn es eine offene Weide ist. Und die ist jetzt wirklich riesig groß hier, ne? Zwar gerade und nicht gebogen oder so, aber trotzdem schön, dass das wieder jemand verbaut hat. Muss ich gerade mal schön schauen, was hier denn möglich ist. Ich glaube nämlich, hier ist nämlich nur reine Viehwirtschaft, also rein nicht für Milch oder so. Oder geht hier Milch? Ah, doch, Milch geht scheinbar. Okay, super. Alles klar. Also 200 Kühe passen hier rein. Eine feine Sache. Das hätte ich fast übersehen, ne? Hier haben wir noch einen Tierhändler. Noch eine kleine Brücke hier. Ist auch schön gemacht hier. Ja, sieht echt schön aus. So, was haben wir hier noch Schönes? Nochmal eine Brücke zum Feld. Das ist auch mal was Schönes. Muss ja nicht immer einfach nur ein Weg sein. Kann ja auch mal eine Brücke sein. So, hier haben wir dann wohl oder übel die BGA. Und zwar auch keine wirklich kleine BGA. Da ist das Ding-System, das Menü-System wieder verbaut, wie es aussieht, wenn ich den Anschluss hier so sehe. Genau, also wie gesagt, hier ist die BGA. Hier zwei große Bunkersilos. Hier könnt ihr auch wieder dann sofort in den Feldweg rein, wenn ihr hier jetzt euer Mais anhört oder so, oder häckselt. Genau. So, hier gehören uns auch wieder ein paar Felder hier unten. Das ist dann wahrscheinlich der Hafen hier. Genau. So, gehen wir mal hier rüber. Wieder schön mit einer Brücke hier. So. Hier haben wir dann auch nochmal eine Abladestelle hier oben. Ein paar kleine Felder hier. Hier sind nochmal ein paar größere Felder verbaut. Eine feine Sache. Hier hinten kommen wir dann schon wieder zum Schafstall. Hier hinten. Genau. Ja. Groß im Ganzen muss ich sagen, echt eine schöne Karte. Auch für Singleplayer sehr gut geeignet, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, die drei Mods, wo ihr braucht, würde ich runterladen, dass es keine Probleme gibt. Ja. Ich denke, wir waren jetzt auch überall, oder? Muss man mal kurz gucken. Ja, wir waren hier bei den Schafen, wir waren hier bei dem Kuhstall, hier bei dem hier. Im Endeffekt, dann haben wir hier praktisch, wenn ich das jetzt gerade richtig nur im Kopf habe, 400 Kühe hier reinstellen. Ich denke, es gibt schon ordentliche Menge an Milch dann. Ja, dann gucken wir uns gleich, fahren wir mal wieder zurück zum Hof. Also ist wirklich auch eine schön dekorierte Karte einfach. Und ich hatte jetzt auch keine FPS-Zahl an, aber sie ist echt in Ordnung gewesen. Genau. Ja, Leute, gucken wir mal uns noch die Logdatei an. Das wollen wir ja immer so schön sehen, gell? Aber, wie ihr seht, die Karte ist sauber. Genau. Und deshalb würde ich sagen, wer es runterladen will, wie gesagt, 440 MB groß.
und die Mod-Zahl nicht vergessen. Die sind verlinkt auf der Karte. Link wieder unten in der Beschreibung drin. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Abo oder ein Däumchen oder beides. Würde mich freuen drüber. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.